So Leute, ich bin's mal wieder, Flissvie, zurück bei Wario World. Im letzten Part hatten wir ein paar Probleme im Zirkus mit den Clowns, aber jetzt geht es zum Endboss der zweiten Welt. Das wird wieder ein wahrscheinlich kürzerer Part. Mal schauen, wie lange ich für den Boss brauche und was es überhaupt für ein Boss ist. Ich habe keinerlei Ahnung. Spooktastic World, Dual Dragon Showdown. Okay. Ach wie, okay. Okay, das ist interessant. Ah, so eine Art Hydra-Verschnitt, wenn man so will. Das ist interessant. Okay, das sind komische Gegner. Aber ist schon okay. Was zur Hölle? Okay. Wir klatschen denen erstmal ein bisschen das Auge ein. Ah, okay, ich verstehe. Die killen sich sozusagen gegenseitig. Ist interessant, okay? Das ist ein interessanter Gegnertyp. Oh Gott. Alter. Nein. Okay, man muss ihn nämlich so bearbeiten, glaube ich, dass einer von denen halt so ein bisschen benebelt ist und der andere ein Feuerbälle auf den Feuer auf den spuckt, wie ich das jetzt kapiert habe. So eine Art müsste es klappen. Oh, come on. Das war jetzt ein bisschen blöd, aber ist egal. Ist egal, wir haben ja genug Geld, um uns das Leben zu erkaufen, sozusagen. Okay, das ist eigentlich ein relativ schwieriger Boss, wenn man es so will. Ich glaube, man muss es nur in einer Zone wirklich safe, oder? Ja, man muss auch abpassen, wo die, oh, shit. Scheiße! Aua. Meine Güte. Das sind komische Bosse, aber... Ja, okay. Okay, ich kann damit leben. Aber nee, jetzt mal ernsthaft, das ist doch ein Kackboss. Alter, es ist echt ein schwerer Boss, muss man sagen. Nee, der ist nicht ganz leicht mit nur 4 Herzen. Aber das kriegen wir trotzdem hin. Man ist nur in dieser Mittellinie hier safe, soweit ich das mitbekommen habe. Oh, come on. Warum spuckt er denn nicht das, was ich von ihm verlange? So, jetzt spuck dein Feuer. Komm, mach hin. Danke. Okay, damit haben wir jetzt wieder ein Leben weg, ist in Ordnung, damit kann ich vollständig umgehen. Oh komm, oh come on. Oh, die Scheiße hier. Das ist so eine Scheiße. Nee, das ist echt eine ziemliche Scheiße. Aber okay, wir haben es wieder mal geschafft. Das sollte wieder ein Leben des Gegners kosten. Ja, kostet das auch, okay. Okay. Damit kann ich vollständig umgehen. Damit hingegen nicht. Ach so, noch asozialer werden sie. Ich hab's schon kapiert. Nein. Ich möchte hier ungern sterben. Noch einmal. Also, einmal sind wir ja schon, aber nochmal muss nicht sein. Nee, das muss nicht. Was nicht mut, das mut nicht. Komm, gib mir hier. Eine Knobi. Können wir gebrauchen. Okay, spuck deinen Scheiß Feuer und damit ist wieder ein Leben down von dem Viech. Ja, gut. Noch einmal, dann haben wir es auch hier wieder geschafft und das wird echt ein kurzer Part, Alter. Nee, der Part wird ja wirklich sehr, sehr kurz. Aber ist egal, dann gucken wir uns nochmal das nächste Level an. Beziehungsweise dann schauen wir uns nochmal kurz in der nächsten Welt um, ein bisschen die Overworld erkunden. Mal schauen, auf was für eine Thematik das dann kommt. Mal schauen. Und damit haben wir den zweiten Schlüssel. Wir haben in der einen Welt alle 5 Wichte, in der anderen nur 4. Und so weiter und so fort. Ja, ist nichts weiter Spannendes. Ich weiß gar nicht, irgendwo kann man sicherlich auch eine Statistik angucken. Wir gucken das gleich mal nach, ob wir irgendwo eine Statistik haben. Dann zeige ich euch das mal kurz. Wir haben ja eh ein bisschen Zeit in den Parts. Also in den Boss-Parts. Von daher. Außerdem war der letzte Part ja fast eine halbe Stunde lang, von daher macht das mal nichts, dass das hier mal ein bisschen kürzer war. Aber zunächst saven wir. Zum Glück wisst ihr, wie ich heiße, sonst hätte ich das da oben immer ausblenden müssen, weil da mein Name steht. Aber das passt schon. Das passt schon. So, wir gucken mal eben in die dritte Welt, warum auch immer er jetzt nochmal speichert, aber es ist mir auch vollkommen wurscht. Hier ein Blümchenwelt und Schnee und ein Schneemann. Ach, wie niedlich. Hier sind Blümchen. Und da irgendwo rechts ist dann noch Lava. Hier sind Blätterchen. Ach,
Hier oben ist. Ach Mann, in dieser Welt gibt's ja alles. Ach, wir können sogar in der Lava gehen. Ist ja warm, ist ja. Okay, ich dachte, da können wir jetzt auch rein, aber. Nee, okay, das verstehe ich. So, wir gucken jetzt mal nach einer Statistik. Sparkeland, nein, nein, nein. Ah ja, da sehen wir es jetzt. Hier, Excitement Central, da haben wir diese Schätze. Green. Okay. Ah, okay. Ich verstehe, man sieht hier alles. Spooktastic World, okay. Okay. Haben wir das auch schon mal. Dann wissen wir jetzt mal, wo hier was ist. Und ich würde sagen, dann gehe ich jetzt noch schnell wieder zu dem Level hin. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. War zwar mal wieder ein sehr, sehr kurzer Part, aber das macht ja nichts. Haben einen schönen Bosskampf erlebt. Und wir stehen jetzt hier oben auf dem Iglu. Und da werden wir den nächsten Part auch wieder anfangen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssikowski, euer Flustwie!